Ach Mist, liebe Freunde, ich habe ganz vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Och Mann. Oh nein. Herzlich willkommen zurück. Ah nein, ich habe gerade gemerkt. Oh Gott, nee. So, gut. Was haben wir gemacht? Wir haben das Experiment fertig gemacht. Wir wissen, dass die Pflanzen in der Reihenfolge, wie sie in der letzten Folge standen, gut. Sekunde. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glasshouse. There's no need to hurry. Wieso? Hamish festnehmen lassen, abgeschlossen. Also wir haben rausgefunden, dass Hamish vielleicht der Mörder sein kann. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Okay. Ach du liebe Scheiße. Also, liebe Freunde, ich kläre nochmal auf, was wir in der in der Zeit, wo ich nicht die Aufnahmetaste gedrückt habe, gemacht haben. Und zwar, wir haben uns beim Phonograph haben wir uns eine Aufzeichnung angehört, die beweist, dass Mrs. White zur Zeit der Tat hier war. Sie hat ja gesagt, hier, Aufzeichnung 320 ist diejenige welche. So, wir waren hier dann ganz alleine in Kew Garden und haben ein Experiment durchgeführt mit den Raupen. Der gute Watson hat sich unter den Lüfter gestellt und wir haben dann... Ah, Sekunde. Wir sind dann hier ganz nach hinten gegangen. Zum Lüfter, ne, zur Belüftungsanlage, haben dann hier gesehen, oh, das Ding hat gelb geleuchtet, sind dann hier reingegangen, mussten diese Ventilation einschalten, wie ihr hier seht, der Hebel, die Ventilation lief, also hat hier auch Luft angesaugt, schätze ich mal, dann mussten wir hier rüber, in das Anzuchthaus. Einmal hier so ganz durch. Hier habe ich die Folge ja beendet. Und hier haben wir dann... Konnten wir das Fenster öffnen? Nein. Nicht den Tisch. Das Fenster. The interior of the Colonial Collection Room from genau. This window. Genau. Hier stand Watson dann unterm Lüftungsschacht. Wir mussten dann den Lüfter noch anschalten. Und das Experiment hat funktioniert. Watson hatte die ganzen Raupen dann auf seinem auf seinen Schultern und so gehabt. Und dann konnten wir sagen, alles klar, Mr. Hamish könnte den Mord verübt haben. Ich gehe hier nochmal durch, Sekunde. Und zwar haben wir dann eine Simulation gemacht. Und zwar... F, kann man das hier noch sehen? Nee, leider nicht. Schade. Und zwar ist das wahrscheinlich so gewesen, dass die Pflanzen hier so standen. Die giftigen Pflanzen. Er hat sie sich angesehen. Also die eine, die giftige Staubsporenpflanze stand hier. Und die anderen beiden standen ja hier, wie in unserem Experiment, das wir gemacht haben, aufgezeigt. Und er hat dann die Sporen eingeatmet, war vergiftet, torkelte dann hierhin zur Tür, hat dann mitgekriegt, oh, sie ist verschlossen, hat sie aufgebrochen, ist dann zusammengebrochen, hat wahrscheinlich noch den Topf umgeworfen und ist dann hier zusammengebrochen und hat sich den Kopf aufgeschlagen. So könnte es passiert sein. Und Mr. Hamish könnte der Mörder sein. Und vielleicht in dem Wissen, dass er der Mörder gewesen ist, hat er sich hier erhangen. Selbstmord begangen.
gut, dann sehen wir uns den netten Herrn mal an, den Knaben. Hamish's Brief. Füße. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Er hatte eine Behinderung. Aha. Okay, Hals. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Alles klar. Was steht in dem Brief? Mein Leben ist mittlerweile die Hölle. Es ist nicht zu ertragen. Dann hat es verdient zu sterben. Aber ich kann es mir nicht verzeihen, dass sein Blut an meinen Händen klebt. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände geworden. Und ich selbst bilde da keine Ausnahme. Ich muss dafür meine Sünden, für meine Sünde büßen. Und das werde ich hier jetzt auch tun. Lebt wohl. Okay. Er hat Selbstmord begangen. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Alles klar. Gut, dann machen wir nochmal eine Verwaltung. Mischgeständnis. Klubfuß. Martin Hamish konnte auf seiner, aufgrund der Tibiatorsion an seinem Klubfuß nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit gehabt hätte, die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen und das Belüftungssystem zu aktivieren. Hätte er vielleicht einen Komplizen? Er hatte. Über die neuen Hinweise über Martin Hamish Leiche entdeckt haben. Gut, das machen wir. Uiuiui. Es tut mir nochmal wahnsinnig leid, dass ich da... Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter. And so, the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Alles klar, dann gucken wir mal auf der Karte. Let us analyze the facts and statements, so that we may recreate the events of that morning. Ach du liebes bisschen. Ach du. Scheiße. Okay, jetzt wird's schwierig. Martin Hamish und Matthew Dunn trafen sich 9:30 im Albert Saathaus. 9:30 mit Albert im Saathaus, okay. 9:30, also 9:30 Uhr. Um circa 9:20 gingen Hamish und Matthew Dunn in den Hinterhof. 20 nach 10, 20. Was war das? 20 vor, okay. Ne, die haben ja auch alle immer so einen blauen Kringel drum. Nach 10 Minuten setzte dann seine Inspektion fort und betrat das Wüstenhaus. Äh,
10 Minuten später da und er kehrt dahin zurück. Hamish kehrte zurück ins Saathaus. Martin Hamish hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Miss White. Können wir das Ding auch schieben? Nee. White hielt sich bis 10.40 Uhr im Labor auf. Als sie dann schließlich Hamish und Albert im Seerosenhaar sich zu ihm gesellte. Okay. Was war das? 10.40 Uhr. Hamish lief sofort zu Albert, als er sah, dass Montague dann nicht... Das war gegen 10:30 Uhr. Er hat vom Gespräch mit White zurück. Hörte der Hamish lief sofort zu Albert. Das war gegen 10:30 Uhr. Albert sieht, wie Hamish vom Gespräch von Miss White. Albert hielt den ganzen. Um 10 nach 10 sah er, wie Hamish. Dann musste er hier. Wie? Ah, okay. Okay. Es zur Zeitachse. Hier. Robert hielt sich den ganzen Morgen ins Saathaus auf. 10 nach 10 sehe, bis White zurückkehrte. So. Nein. Vielleicht so. Abspielen. Also wenn ich falsch liege, dann sagt er mir Bescheid. Nee. Nein, nein. Dann habe ich da irgendwas falsch gemacht. Albert. Albert dann. So. Oh, tut, Seedhaus. Nee. Ich bin gerade ein bisschen am Experimentieren. Nein. Vielleicht so? Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln.
er vom Gespräch mit Miss White zurück. Hamish lief sofort zur gegen 10:30. Martin Hamish und Montague Dunn trafen sich 9:30 mit Albert im Saathaus. Ja, circa 10:20. Gehen Hamish und Montague in den Hinterhof. Gehen in den Hinterhof. Nach 10 Minuten setzte Dunn seine Inspektion fort und betrat das Wüstenhaus. Hamish kehrte zum Saathaus zurück. Okay. Er sieht's. Okay. Miss White hielt sich bis 10 nach. Sekunde. Miss White hielt sich bis 10.40 Uhr im Labor auf. Als sie dann schließlich Hamish und Albert im Seriosenhaus sah und sich zu ihnen gesellte, Hamish lief sofort zu Albert, als er sah, hielt sich den ganzen Morgen um 10:10 sah er. Ah, okay, ich glaube, jetzt habe ich's. Mal gucken. Oh, bitte lauf durch. So. Ah, okay. Nein. Ich fuhr sofort zu, das war gegen 10:30. War das. Okay. Ein verschieben. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the colonial collection room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the colonial collection room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Alles klar. Gehen wir nochmal in die Herleitung. Zeitachse. Okay. Ich bin jetzt halt wieder ein bisschen am Rumklicken. Miss White's Zeitachse. Hamish's Zeitachse. Okay. Tödliche Präzision. Miss White's Ambitionen. War also ambitioniert. Ach du Scheiße. So. Albert hat keinen Komplizen. Mr. Hamish und Albert sind keine Komplizen. Es ist unwahrscheinlich, dass Albert die Gelegenheit hatte und 10 Minuten hätten auch nicht ausgereicht, um die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen. Wären. Whitehead hatte Zeit. Miss White hatte 20 Minuten. Das wäre genügend Zeit gewesen, um Montague Dunn einzusperren. Sie hätte die Tür abschließen und Martin Hamish Bescheid geben können, damit er das Belüftungssystem aktivieren könnte. Konnte. Es ist wahrscheinlich, dass sie die Gelegenheit hatte und 20 Minuten hätten auch nicht ausgereicht, um die Tür. Hamish handelte alleine, alles klar. Dann haben wir das.
kurze Zeit. Nee. Kein Komplize. Ah, hier. Orbit ist unerfahren. Das haben wir ja vergessen. Dementsprechend unwahrscheinlich ist es, dass er wusste, wie die Pflanzen zum Verschießen der tödlichen Sporen gebracht werden konnten. Okay. Irgendwie will ich das noch hinkriegen, dass der Sohn Orbit ist ein Komplize. Okay. Er hatte Zeit. Orbit hatte keine Zeit. Orbit kein Komplize? Studio. Ich will das noch hinkriegen. Jetzt wissen. Das runterfahren. Mit hat Zeit. Robert kein Komplize. Komische Gelegenheit. Stahl alles? Ne, das passt ja nicht. Teilweise Diebstahl. Weiz wissen. Sekte nicht drin verwickelt. Mordplan der Sekte. Ne, das hatten wir ja schon. Nein. Ich will hinkriegen, dass die dass sie damit auch noch mit reinkommen kann. Sekte? Albert? Albert ist unerfahren. Alberts Motiv? Star? Kein Komplize. Albert hat die Zeit. White hätte Zeit, White keine Komplize. Mit dem Sonnenfahren, himmlische Gelegenheit. Irgendwas fehlt da noch. Irgendwas fehlt da noch. Scotland Yard. Können wir vielleicht mit der White reden? Vielleicht ist sie da. Haben aber nichts. Und ich glaube mal, hier im Yard ist auch keine drin. Oder kein näher. Oder? Locked. Nee. Göttliche Gesellschaft. Dem vielleicht noch was fragen? Ich habe keine Ahnung. Kleiner Buchler. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Ich will das noch hinkriegen, dass die Kombination mit der Dame da noch zusammenkommt. Aber ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Liebe Freunde, ich mache hier erstmal eine kleine Aufnahmepause. Wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein Däumchen nach oben geben. Oder eben auch nicht. Ist ja wie immer euch überlassen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.